liebe interessierte KollegInnen, bei unserer heutigen Tagung Pflege Deutschland Österreich von Amts wegen hatten wir jetzt gerade einen spannenden Vortrag gehört von Anke Kasimir, und zwar zum Thema Pflegesachverständige auf Augenhöhe mit RechtsmedizinerInnen im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Bevor wir aber da gleich drauf einsteigen, Anke, ist es in Ordnung, wenn wir uns duzen? Wie wir kennen immer. Uns schon. Ja. Von daher macht es das einfach. Ich werde es aber auch bei dir ablesen müssen, weil du auch eine große Expertise hast. Und zwar, du bist examinierte Krankenschwester, hast dich zur Lehrerin für Pflegeberufe ausbilden lassen, warst Qualitätsmanagementbeauftragte, Chefredakteurin und Studienleitung für die Weiterbildung von Hygienefachkräften und Qualitätsbeauftragten in der Pflege. Im Verlauf hast du die Weiterbildung zur unabhängigen Pflegesachverständigen im Gesundheitswesen gemacht. Und du hast einerseits immer Gutachten auch für Sozialgerichte geschrieben und hast dich jetzt spezialisiert. Und da kann ich dich, darf ich dich als eigentlich Pionierin auf dem Bereich jetzt mal so betiteln, spezialisiert auf strafrechtliche Verfahren. Also es war ein spannender Vortrag, muss ich sagen, sehr interessant. Und du bist als Pendant zur Frau Professorin Yen. Ihr habt ja gemeinsam das gemacht. Ja, Anke, was war deine Intention, solche Gutachten erstellen zu wollen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Und kurz gefasst war es so, dass ich mir gedacht habe, wer klärt eigentlich diese Fälle auf, die bei Obduktionen zutage treten, wo zum Beispiel große Wunden, Dekubitalgeschwüre, Sepsis, Knochenbrüche, Vergewaltigung, Ähnliches auftauchen. Müssen diese Fälle ja eigentlich aufgeklärt werden. Aber dazu braucht es ja Expertise, um zum Beispiel Dienstpläne lesen zu können. Wann war wer im Dienst? Und wann war wer immer wieder im Dienst, wenn die blauen Flecken aufgetreten sind? Mhm. Ja? Und dann ist mir eigentlich schnell klar geworden, ein Arzt kann das von seiner Kompetenz her nicht leisten. Muss er auch nicht. Ja. Das können nur wir. Das können nur wir Pflegefachpersonen, die bereits eine Menge Erfahrung haben, einige Weiterbildung haben und sich somit gut auskennen. Und so bin ich darauf gekommen. Und da habe ich gedacht, komme ich mal raus aus der Nische. Genau. Und wie bist du dann vorgegangen? Was hast du da gemacht? Also ich meine, das eine ist ja mal, das herauszufinden, dass ich das spannend finde und dass da Bedarf besteht und mich dann, ich sag mal, aktiv zu werden. Aber was hast du dann gemacht? An wen hast du dich gewandt? Oder? Ich habe mir gedacht, dass ja eigentlich die erste Adresse bei den Rechtsmedizinern zu suchen ist, weil die ja vor dem Problem stehen, sie sollen ein Gutachten schreiben, sagen, aber dafür habe ich keine Fachkompetenz. Mhm. Also müssten die ja eigentlich dankbar sein, wenn sie andere Ansprechpartner haben. Damit habe ich tatsächlich alle rechtsmedizinischen Institute in Deutschland angeschrieben und die Antworten kam schnell und haben mich total überrascht. Ich hatte Anrufe über Anrufe von Rechtsmedizinern, die sich so gefreut haben, die gesagt haben, endlich haben wir mal einen Ansprechpartner. Sie landen bei uns sofort auf der Liste, am weißen Brett, am schwarzen Brett, in der Schublade und überall. Es hat wirklich große Resonanz gegeben. Und mit mal kamen die Fälle. Und tatsächlich war es ohne Bewerbung. Es war eine Beschreibung des Ziels, was ich hatte. Mhm. Eine Kompetenzbeschreibung, was wir tun können, um das aufzuklären, und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also das finde ich jetzt sowieso spannend, weil ich hätte jetzt vielleicht auf Widerstand irgendwie gerechnet, ne? So, wenn man da plötzlich sagt, ich bin Pflegesachverständig, ich würde da auch gerne mal mitmischen wollen, sage ich jetzt mal ganz salopp. aber das ist jetzt sehr, sehr interessant, weil dann zeigt es ja auch, dass tatsächlich ein Bedarf schon bestand, aber irgendwie man gar nicht auf die Idee gekommen ist, überhaupt Pflegesachverständige in Erwägung zu ziehen für solche Sachen. Richtig. Okay, das heißt, du hast da einen Nerv getroffen und bist bestens ausgelastet, also so wie du ja auch im Gespräch schon erzählt hast, hast du sehr viele Fälle. Du hast es vorher ganz kurz angerissen, kannst du denn sagen, so mit welchen Fällen du so zu tun hast? Ja, also die Fälle werden immer heikler und immer schwerer, muss ich sagen. Es handelt sich um ungeklärte Fälle im Setting Pflege. Das fängt an von ertrunkenen Kindern in Pflegeeinrichtungen, wo eigentlich klar ist, dass dafür immer zwei Pflegepersonen zuständig sind. Weil epileptischer Anfall kann auftreten, dann brauchst du zwei, um das Kind festzuhalten. In diesem einen Fall jetzt von mehreren
sind beide Pflegekräfte aber aus dem Badezimmer verschwunden. Weshalb auch immer. Und man weiß nicht, warum. Da galt es dann, den Hintergrund aufzuklären, dieser beiden Pflegekräfte. Ist da schon mal was passiert? Waren sie schon mal im Fokus? War es einfach nur aus Versehen? Ja. Da ging es darum, sozusagen den beruflichen Lebenslauf zu analysieren und gleichzeitig aber die Dokumentation des Pflegeverlaufs, um da zu gucken, gibt es da irgendwas, was im Einklang ist, was nicht stimmig ist. Weil der Staatsanwalt möchte immer, muss immer wirklich mit aller Wahrscheinlichkeit davon ausgehen und muss Beweise haben. Ja. Okay. Ja, und oder andere Fälle, ich habe es eben schon angeschnitten, die genauso unglaublich sind. 93-jährige Damen in einem Altenpflegeheim, die vom eigenen Heimleiter gewürgt, geschlagen, vergewaltigt wurden, wo es aufzuklären gilt, war der Heimleiter überhaupt da oder wird das nur behauptet? War der nur in seinem Büro oder hat er auch mitgearbeitet? In diesem Fall hat sich jetzt herausgestellt, er hat tatsächlich als Schichtleitung immer dann gearbeitet, wenn diese Wunden auftraten. Okay. Und das können nur wir analysieren, niemand anders. Ja. Alleine schon vom Dienstplan lesen etc. und so? Richtig. Genau. Ich meine, das sind natürlich, ich merke es auch jetzt schon, wenn du erzählst, es war vorher auch im Vortrag zu spüren, ich meine, diese Geschichten bewegen einen ja natürlich auch, diese Schicksale, ne? Wie gehst du damit um? Ich muss mich wundern, dass ich damit relativ gut umgehe. Also, der Schlaf hört auf, wenn es um vergewaltigte, verkaufte Kinder geht. Egal welchen Alters. Das sind Schäden, die werden im Leben nicht wieder gut gemacht. Und es ist unheimlich schwer, die Eltern dafür Rechnung tragen zu lassen. Weil die Kinder können nichts sagen. Die Beweise fehlen. Das sind die schlimmsten, weil du weißt, das Leben für diese Kinder ist so beeinträchtigt. Und die Eltern laufen frei rum. Und die Filmchen findest du noch irgendwo im Internet. Also das, und die Kinder, also das ist wirklich schon, da kommen einem die Tränen. Und das nimmt mich in der Nacht wirklich mit, dem trage ich Rechnung. Das weiß ich, aber einer muss es machen. Das heißt aber, jemand, der auch Interesse hat, das Gleiche zu machen wie du, muss natürlich schon robust sein und nehmen können. Ne, also auf gut können. Deutsch, ich habe gesagt Eier in der Hose und das meinte ich auch so. Du kannst nicht sagen, die älteren Herrschaften bearbeite ich, aber beim Kind, das schaffe ich nicht. Also das geht nicht. Also entweder du machst das oder du machst das nicht. Okay. Ja, das sind natürlich schon Schicksale, die auch einem nahe gehen und umso wichtiger, dass Pflegesachverständige da dann auch, sage ich mal, einen Teil zu beitragen können, das, ich sag mal, zu klären, solche Fälle vielleicht. Oder zur Klärung beizutragen. Wie darf man sich das dann in der Praxis vorstellen? Du hast es vorher schon den TeilnehmerInnen schon erzählt, aber vielleicht magst du es auch nochmal den interessierten KollegInnen nochmal mitteilen. Du wirst an den Tatort unter Umständen gerufen? Ja, also das ist völlig unterschiedlich. Es ist ganz, ganz frei. Also es kann sein, dass man lediglich die Akte bekommt und guckt, was einem noch fehlt. Und das dann über den Staatsanwalt anfordern lässt. Das heißt, man schreibt dann eine Liste der Unterlagen, die man noch haben möchte, an den Staatsanwalt. Der gibt das an die Polizei oder du selbst gibst das an die Polizei und forderst sie auf, eine Beschlagnahmung durchzuführen, eine Hausdurchsuchung zu machen. Das ist eine Absprache, wer macht was. Ja? Du hattest jetzt vorher auch gesagt, du kannst auch empfehlen, dass eine Autopsie vorgenommen wird. Genau, wenn es fraglich ist, ob sozusagen es um einen Pflegefehler geht oder um ein Pflegeversagen, wenn es unsicher ist, dann, man ist im Zeitrahmen noch, dann kann man sagen, also unbedingt eine Obduktion, weil wir müssen dann nachgucken lassen, ist es nur ein Aneurysma, was geplatzt ist oder was ist da passiert und das kann man nur dann stand und wenn der Körper an sich in Ordnung ist, aber es ist deutlich, dass durch die Wunden eine Sepsis entstanden ist, dann ist ja relativ klar, dass durch die Pflegefehler auch der Tod später hin eingetreten ist. Ja, du hast ja jetzt vorher auch erzählt, dass du sehr eng mit der Polizei zusammenarbeitest und auch gut, denke ich, zusammenarbeitest, auch mit der Staatsanwaltschaft. Also auch das muss man natürlich dann berücksichtigen, dass die dann auch unter Umständen dann, so wie du es vorher gesagt hast, dass du zum Beispiel im Urlaub angerufen wirst und zum Tatort gerufen wirst, also dass du da auch dann wirklich Beweismaterial oder
wie nennt man es dann, sicheres oder so? Oder wie beides? Nee, auch da ist wieder das Problem, dass die Polizei ja die Aufgabe hat, den Tatort zu fotografieren. Ja. Aber dadurch, dass die Polizei ja gar keine Ahnung hat, das ist für mich als Pflegesachverständige jetzt wichtig. Zum Beispiel diese blauen Tabletten in der Badewanne, die noch im Wasser lagen. Ja? Oder wie hoch war das Wasser in der Badewanne? Ja? Wenn die das nicht fotografieren, weil die das nicht wissen, dass das wichtig ist, dann kann es sein, dass man sagt, bitte dahin kommen, dabei sein und sagen, was wichtig ist. Ja? Ob die Elektroden danach liegen, wie das Blut geflossen ist. Das gehört ja alles mit dazu. So, und das wird dann entschieden oder es wird abgesprochen. Man hat einen guten Draht zur Staatsanwaltschaft und dann fragt ja, ja, wie wollen wir das machen? Wollen wir uns da treffen oder reicht das, wenn ich da bin oder nur die Polizei? Und dadurch, dass man vorher ja schon die Filme bekommen hat, die Tatortfotos, kann man das dann gemeinsam entscheiden. Gut. Ich brauche dich nicht fragen, ob dir diese Tätigkeit Spaß macht. Das war eine ursprüngliche Frage. bekomme ich schon mit, deine... Du brennst da dafür. Ich glaube, das ist auch notwendig, sonst könnte man es wahrscheinlich nicht. Du hast auch einen sehr guten Einblick jetzt inzwischen in diesen ganzen Ablauf, in diese Verfahren und so. So wie ich es wahrgenommen habe, appellierst du schon auch daran, dass Pflegesachverständige ruhig auch den Mut haben, in diese Richtung sich zu bewerben und das auch vielleicht als zukünftige Tätigkeit, sage ich mal, zu sehen. Wie ist das so dein Appell? Ja, genau, das war hier heute mein Appell, das mal zu überschlafen. Denn ich denke, wir könnten mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und die Bevölkerung wird immer älter. Und die Brisanz in den Einrichtungen, das wissen wir, wird immer größer. Wir müssen mehr auf die Pflege achten. Und das gehört auch mit dazu, sowas für die Zukunft zu verhindern, da müssen wir es aber jetzt erstmal aufklären. Und wie ich schon, also das habe ich ja x-mal gesagt, nur wir können dieses Netz spannen zwischen Fachkompetenz, Dienstplanung, Abrechnung, Protokolle und Archiven und Verwaltung und Pflegedokumentation und Pflegeprozess und Kompetenzen. Nur wir. Wer soll es sonst machen? Und deshalb war das heute meine Aufgabe, zu sagen, Leute, es ist nicht immer schön, aber... Aber es zeigt auch die vielfältige Einsatzfähigkeit von Pflegesachverständigen. Also es, glaube ich, war nicht viel bewusst, dass diese Möglichkeit auch überhaupt besteht. Das war jetzt fast schon ein geniales Schlussplädoyer, sage ich jetzt mal. Aber wohin sollten sich denn Pflegesachverständige denn wenden? Sollten die auch einfach sich bei der Rechtsmedizin dann hinwenden, sich dort melden und sagen, ich hätte Interesse, ich würde das gern machen? Ja, also wenn man daran Interesse hat, sollte man ein möglichst individuell schreiben, worauf man hinaus will, was man tun möchte, eben an die Rechtsmedizin schicken. Wenn man nicht weit fahren will, dann nur an die in der Umgebung und gucken, was passiert. So, die werden keine ellenlange Liste haben. Ja. Und wenn die eine Liste haben mit 3-4 Personen, ist doch super. Also bei mir geht dadurch die Arbeit nicht aus. Und vielleicht lässt sich auch so ein Netz spannen, auch mit euch in der Zukunft, weil man sich ja immer wieder trifft, dass man sagt, so die aus dem Bereich, die machen eben auch eine Arbeitsgruppe und können sich auch mal austauschen. Also wir bleiben da sicherlich im Gespräch. Das ist ja jetzt was Neues, was jetzt heute eigentlich so, sag ich mal, aufs Tablett kam, ja, also das muss sicherlich der eine oder andere auch mal auf sich wirken lassen und sich Gedanken machen. Und es wird sich sicherlich rumsprechen. Und da bleiben wir auf jeden Fall im Austausch und ich denke, da werden wir auch vielleicht das eine oder andere noch dazu präsentieren können. Liebe Anke, herzlichen Dank. Darf ich noch was dazu sagen? Natürlich. Genau, weil immer wieder auch die Frage kam, wie wird denn das dann abgerechnet und so, ja? Also man rechnet ganz normal über, so wie wir das in den Sozialgutachten auch machen. So, das ist das eine. Aber ich sagte vorhin, Geld spielt keine Rolle. Das war nicht auf das Honorar bezogen, sondern es war darauf bezogen, wenn es darum geht, den Betrüger oder den Mörder oder den, der die Verletzung beigefügt hat, zu bekommen. Dann spielt Geld keine Rolle. Man spricht sich ab. Ja. Muss man aber 900 Kilometer bis zur Hausdurchsuchung fahren, fliegen, ist das kein Problem. Okay.
Ja, man kann auch zweimal hin, man kann auch in der Nacht hin. Es geht darum, und das ist oberste, hat oberste Priorität, die Täter zu finden und dingfest zu machen. Okay. Ja, also das hat so ein bisschen... Das liegt in einem Ermessen, dann zu sagen, es ist nochmal Bedarf, vielleicht auch nochmal vor Ort zu gehen, mir das anzuschauen. Also nicht, weil wir dann jetzt möglichst viel Geld zusammenkriegen, sondern wirklich, wenn es notwendig ist, für diesen Fall zur Aufklärung dient, dass du durchaus auch dann sagen kannst, ich muss da nochmal hin, ich muss mir das nochmal anschauen. Ja. Und dann wird es auch nicht diskutiert. Genau. Das, so nehme oder ich das jetzt an. Wenn du die, wenn du viele Tatortfotos hast, wer soll denn kontrollieren, wie lange du darauf geguckt hast? Also das basiert ganz enorm auf Vertrauen. Da habe ich auch noch nie Ärger erlebt. Und wenn du die Akte fünfmal zur Hand nehmen musst, dann kommt da auch eine große Summe zusammen. Diese große Summe hast du aber auch gearbeitet. Und man stellt sein Leben darauf ein. Also wenn du weißt, du musst vielleicht über Nacht schnell wohin, dann wirst du immer ein Auto vor der Tür stehen haben, was neu ist, was gut gepflegt ist. Also jederzeit einsatzbereit. Jederzeit einsatzbereit. Du kannst nicht mit einem kleinen Polo hin, weil du weißt ja nie, wie lange bist du weg. Ja. Ja, also das heißt, das Leben stellt sich um. Mit kleinen Kindern wird es schlecht sein. Ja. Aber du musst so viel verdienen, um dir das leisten zu können. Mhm. Du kannst nichts planen. Mhm. Aber dir macht die Tätigkeit Spaß. Ja. Und von daher denke ich, ist es auch so, dass man dann sagt, damit kann ich leben und das möchte ich weiterhin machen. Und hoffentlich macht es vielleicht der ein oder andere auch noch. Kommt auch noch auf die Idee und macht es noch. Ja. Gut, dann wären wir am Ende. Herzlichen Dank, liebe Anke, dass du dich nochmal zur Verfügung gestellt hast für das Interview. So wie ich es vorher gesagt habe, wir bleiben dran. Ja. Und ja, wünsche dir einen guten Heimweg danach. Ne? Du hast Dankeschön. Noch ein langes Stückchen, beziehungsweise ihr macht noch einen Abstecher, aber ja. Okay. Herzlichen Dankeschön. Dank. Ne?